Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um das Thema, was ist die beste Pinseltasche? Beziehungsweise, was sind die besten Pinsel? Ich hoffe, meine Waschmaschine im Hintergrund stört euch nicht. Ich weiß nicht, sie läuft auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob man hier ein Mikro hört. Aber ansonsten, wenn ihr ein komisches Geräusch im Hintergrund hört, ja, das ist meine Waschmaschine. Also, es geht hier um Pinsel. Und ich möchte euch mal so eine Frage beantworten. Ja, hier seht ihr meine ganzen Pinseln. Was sind denn so die besten Pinsel oder die beste Marke? Und von vorne weg, es gibt keine beste Marke. Das heißt, ich kann es zum Beispiel nicht sagen, kauft euch die komplette Pinseltasche von der Firma XY, weil wenn ihr euer bestes Pinselset haben wollt, dann kauft euch eine leere Hülle. Ja, also ich habe zum Beispiel eine von Make Up Forever. Die habe ich mir hier in Berlin geholt. Die war leer. Und befüllt die nachher natürlich selber mit eurem Lieblingspinsel. Und wenn ihr jetzt hier schon mal schaut, wenn ihr jetzt hier mal reinschaut, dann werdet ihr sehen, es sind alles die unterschiedlichsten Pinsel. Und meine Empfehlung für dich ist es ganz klar, hol dir von überall deine Lieblingspinsel. Teste sehr viel, probier sehr viel aus und such dir deine Lieblingspinsel zurecht. Ich habe hier mein Pinselset, habe ich Pinsel drin von, ich kann mal so die ganzen Marken aufzählen, von Musculus aus der Schweiz, von Zoeva, von Marlo Wills, von Benny Durer, von Horst Kirchberger. Was habe ich noch hier drin? Von Lancôme. Dann habe ich noch, was ist denn hier noch alles drin? Das ist eine gute Frage. Eine Benny Durer habe ich schon genannt. Also die verschiedensten Marken, ja, weil irgendwann mal sieht man irgendwo einen coolen Pinsel und denkt sich, das gefällt mir, wa? Und dann kaufst du dir den einfach und stellst dir deine eigene Pinselmappe zusammen. Und das ist meine Empfehlung für dich, ja, stell dir eine eigene zusammen. Jetzt aber ist ja auch nochmal so, was ist besser, Synthetikhaar oder Kunsthaar? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in der heutigen Zeit, ich habe hier auch teilweise noch Echthaarpinsel drin, aber du brauchst es nicht mehr. Aufgrund von Tierschutz natürlich sollte man immer darauf achten, ja, dass man natürlich Synthetikprodukte kauft. Und es gibt in der heutigen Zeit richtig gute Synthetikpinsel, wo im Endeffekt in Vergrößerung die Schuppenschicht der Haare nachgeahmt ist. Und drum, im Bereich Synthetikhaar gibt es krasse Unterschiede. Drum darf man ruhig auch mal im Bereich des Synthetikhaar gerne ein bisschen mehr ausgeben. Ich sage jetzt mal, so qualitativ hochwertige Pinsel liegen im Schnitt so zwischen, ja, zwischen 10 bis 5 bis 50 Euro pro Pinsel. Das ist natürlich auch je nach Marke und so weiter. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, wenn ihr euch unter dem Mikroskop ein Haar von einem Echthaarpinsel anschaut, dann sieht es ungefähr aus in Vergrößerung wie ein Tannenzapfen. Und wenn du jetzt einen günstigen Synthetikhaarpinsel kaufst für ein Apfel und ein Ei, dann ist diese Struktur von diesem Synthetikhaar komplett rund. Das heißt, die Farbpigmente haften nicht so gut auf dem Pinsel, weil in dieser Struktur nichts drin ist, wo irgendwas haften kann. Wenn du einen qualitativ hochwertigen Synthetikhaarpinsel hast, dann ahmt man sozusagen diese Struktur von einem Echthaar nach. Und somit hast du von der Qualität her und von dem Handling her vom Pinsel eigentlich fast das gleiche, wie wenn du einen Echthaarpinsel hast, weil eben diese Schuppenschicht der Haare nachgeahmt wird. Und von dem her empfehle ich ganz klar, kauf dir Synthetikhaarpinsel. A, ist es günstiger. B, viel besser von der Hygiene, vom Reinigen. Die brauchen keine Pflege, da kannst du mit Spülmittel hingehen, das Fett lösen, kannst sie wieder auswaschen, die bleiben immer weich. Und aufgrund von Tierschutz eben sowieso, ja, muss man auch so ein bisschen daran denken, sollte man eben auch Echthaarpinsel in dem Sinn vermeiden. Und wie gesagt, früher war das immer so, dass geheißen hat, oh, Echthaar sind die besten Pinsel und so weiter. Ist nicht mehr. Kauf dir einen guten Synthetikhaarpinsel, dann hast du es genau, dann kommst du genau gleich schnell und gleich gut zum Ergebnis. Ja, es gibt, wie gesagt, im Bereich Synthetikhaar eben Unterschiede, ob du jetzt 2 Euro für einen Pinsel zahlst oder 15 Euro. Das merkst du definitiv, weil eben die Schuppenschicht nachgeahmt ist. Und von dem her empfehle ich dir, wie gesagt, also nochmal, hol dir eine leere Mappe, ganz wichtig, und mach deine eigene Pinseltasche draus mit den Pinseln, was du für dich am besten empfindest.
Und ich rate dir da davon ab, du kennst bestimmt diese Pinselmappen, wo du so eine komplette Pinselmappe kaufst von einer Firma, wo alle Pinsel drin sind. Vergiss es. Mach das nicht, weil keine Firma hat nur perfekte Produkte, sondern das Beste ist wirklich für dich, eine Lehre zu holen und eben alles selber zu bestücken. Weil im Endeffekt, also ich habe auch schon solche Mappen gesehen, wo du nachher aufrollen kannst und dann hast du da 50 Pinsel. A, brauchst du die alle gar nicht. B, ist die Qualität nachher nicht so gut. Von dem her, wenn du wirklich das Beste für dich haben willst, leere Mappe, selber bestimmen, such dir die Firmen aus, geh auf Messen, probier die Pinsel aus und pick dir überall deine Sahnestückchen raus. Und so ist zum Beispiel auch mit dem Koffer, mit dem Make-up-Koffer. Du hast ja auch nicht einen kompletten Koffer nur von einer Marke, sondern du pickst dir überall deine Sahnestückchen raus, weil du eben so am besten zu dem besten Ergebnis kommst. Also, ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen so einen Tipp geben. Wenn es dich interessieren sollte, was ich hier ganz genau für Pinsel drin habe und ich soll mal jeden einzelnen Pinsel präsentieren, was hier drin ist, dann gib mir gerne einen Daumen hoch oder schreib es mir in die Kommentare, dass ich sehe, dass du da Bock drauf hast. Und dann kann ich dir auch mal ganz genau erklären, was ich hier so alles drin habe im Bereich der Profi-Pinsel, welche Marken ich habe und wieso, weshalb, warum ich mich für diesen einzelnen Pinsel entschieden habe. Und dann kann ich dir das erklären. Aber in erster Linie, wie gesagt, Finger weg von den kompletten Sets. Kauf dir eine leere Tasche, füll sie selber auf, pick dir überall deine Sahnestückchen raus und dann hast du für dich die beste Pinseltasche ever. In dem Fall liebe Grüße aus Berlin, Rock the Makeup. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.